Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute das House of Hell. Da werden wir auch gar nicht lange schnacken, sondern werden wir einfach mal direkt reingehen. Und mal gucken, was uns hier erwartet. Das House of Hell. You start a new job on Halloween night at a remote gas station. 20 miles away from the nearest town, you go into work for a slow and boring 8-hour shift. Nice. Except this won't be an average night. Okay, dann starten wir mal unsere Shift an Halloween. Wo sind wir denn? Okay. Ich dachte, wir sind on a gas station. Okay, wir sind nicht an der gas station. Wen rufe ich an? Hey Kate, how are you doing tonight? Kate? Really? You're at his house again? You know I told you he was a loser. Seriously, I would totally avoid him. He's nothing but drama. Nothing but drama? No, I get it. He did help you a lot that night. Yes, of course. I remember that stupid party. Although I wish I didn't. Okay. Also Kate hat quasi ihr Date auf einer Party kennengelernt. No, Kate. Don't get started again. You know damn well it was just some stupid fake challenge to scare people. Nothing is gonna come of it. It's just a waste of time even thinking about it. Okay. Where's that girl? Jetzt habe ich zum ersten Mal was gehört. Kate, seriously, drop it. Hundreds, maybe even thousands, or maybe even hundreds of thousands of people have done that challenge. And there have been no reported possessions or any kind of conflict from it. Was hat sie geguckt? The Ring? Und wird in 7 Tagen sterben? Well, thank you. But on another note, I do start my first shift in an hour or two, so I'll talk to you later, okay? Okay. Bye-bye. Okay, yeah, sounds good. Goodbye, Kate. Und auf einmal ist alles super ruhig. Hallo? Okay, cool. Wir haben mit Kate, unserer Freundin, telefoniert. Und starten jetzt unsere Shift. Also unsere Schicht. I guess I should get to work now. Yeah, we arrived at the work. Start your shift. Eat here and get gas. Texan. Okay. Mark did mention something about leaving the key inside the shed. What is then inside the shed? Here? Nein. What hat ihr jetzt hingepackt? Hier auf Klo? Also, ist das hier? Ah, da. Use. Okay. Die gefunden. Lass uns aufschließen. Hello. So, haben wir denn alles? Alles gut gefüllt? Alkohol. Ganz klar, alles da. Wichtig. Alles ist on sale. On Halloween. Bisschen Toast. Ne? Wer kennt's nicht? Bisschen Cornflakes. Ein paar Süßigkeiten. Sehr schön. Auch Non-Alkohol und warte mal, die Cola, das ist Soda Pop. Mhm. Und das sind Becks. Das sind aber sehr kleine Biere, muss ich sagen. Also das sind ja noch nicht mal 0,3. Das ist ja ein Kölsch, Kölsch-like. So 0,2. Frisches Obst, sehr gut. Würde ich zwar nie an der Tankstelle kaufen, aber okay. Gut, lass uns doch mal unsere Shift starten. Entspannt. Telefon! Dann geh doch ran. Hey Ashley, this is Mark, your manager. I want to say thanks for coming in late. You're really all I got for the night shift right now, so I'm very grateful for you. Anyways, to remind you again, don't let people steal. Try not to take anything for yourself unless it's a little thing here and there, and just ignore weird people and conflict. I am still working on getting security cameras out there. Thank you again.
I'll see you in the morning. I guess I'll start the night by restocking. Restocking. Okay, also wir müssen auffüllen. Restock the cleaning supplies. Oh, kann ich denn, also hier? Aber wo sind denn die Utensilien? Achso, ich muss einfach nur da ran. Ich dachte, ich muss das irgendwo aus dem Lager holen. Aber nein. Looks like I got my first customer of the night. Hmm. Help the customer. Okay, machen wir doch glatt. Never mind. I guess they left. Seems they left a note on top of the barrel, though. Warum soll ich mir die jetzt angucken? Also. Weiß ich ja nicht. Aber wir gucken uns die trotzdem an. Mal gucken, was er Schönes geschrieben hat. You open the gates. Welcome, South of Hell. Okay. Achso. Kann ich. Was war das? God damn it! Now the power goes off? Just when I thought this shitty night couldn't get any worse. Haben wir eine Taschenlampe? Weil ich weiß ja nicht, wo. Wo ist denn die Fuse? Also, der Sicherungskasten. Anscheinend ist ja mal wieder nicht hier drin. Ist er zufällig in diesem Shelter? Also in diesem. Vor allem, wir haben ja irgendwie noch Licht. So ein bisschen. Ich sehe nichts. Ich sehe wirklich gar nichts. Wo bin ich jetzt hier drin? Hallo? Hallo? Ich sehe nichts. Wir laufen mal hier außen vorbei, wenn das geht. Ich sehe nichts. Das ist für mich. Okay, hier laufen wir jetzt rechts vorbei. Wo soll denn jetzt hier ein Sicherungskasten sein? Also, wie gesagt, normalerweise befinden sich Sicherungskasten innerhalb des Gebäudes. Nicht unbedingt außerhalb des Gebäudes. Aber in Amerika ist ja mal alles anders. Da gibt es ja sogar solche Dinger auch außerhalb des Gebäudes. So. Hier war der Schlüssel, ne? Ja, glaube ich. Leck mich am Arsch, es ist dunkel. Okay, hier komme ich nicht weiter. Geht das so? Oh Gott, hier, endlich. Ich muss die Sachen finden? Okay. Wirklich, gibt's keine Taschenlampe, kein, gar nichts? So ein bisschen? Kann ich nicht einfach da. Nein, kann ich nicht. Wo soll ich denn jetzt hier die. Warte mal, hier ist auch eine Tür. Komme ich natürlich nicht rein. Ist ja klar. Ist ja klar. Okay, wait. Hier? Nee. Was ist das? The Fuse. Die werden rot markiert. Okay, warte, dann bist du auch eine Fuse, ne? Okay, du bist hier auch eine Fuse. Wir haben zwei. Wir brauchen drei. Ne, wir brauchen vier. Oder? Okay, aber wenn diese wenigstens rot markiert sind, ist ja wenigstens etwas. Warte, da hinten ist noch was Rotes? Meine Güte. Moin Stevie und moin Mayo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Gucken. Okay, haben wir. Eine Fuse war schon drin. Ja, stimmt. Warte mal, ich kann da bestimmt hier irgendwie dran vorbei. Da. Fuse. I should probably call Mark now. Irgendwer redet mit mir. Ich finde das gar nicht so toll. Jetzt weiß ich, warum ich hier nicht weitergekommen bin, wegen den Tischen. Okay. So. Machen wir die Tür zu. Weil, einfach aus Sicherheitsgründen. So, Marc. Lass uns mal Marc anrufen, um ihm zu sagen... Scheiße! Okay, ist weg. Da war jemand am Fenster. Hello? Hey, Mark, it's Ashley. Oh, hey, Ashley. How's the first shift going? Not fucking good, Mark. I was restocking the cleaning supplies when I heard the bell ring, so I went outside, but there was nobody out there. But get this, they left some weird note about opening gates to hell. I picked up the note, then boom, the power went out. It looked like someone scattered the fuses around. So I found them lying around, got the power back up, and now I'm calling you. Yeah, that definitely sounds weird. But listen, I know this might not be what you want to hear, but just try to keep working. You know, it doesn't sound like you've been hurt or threatened yet. So just really try to forget it. I'm going to go to bed now. It's like 2 in the morning, actually. Good night. That asshole. It really sounded like he didn't care one bit. Hier ist ja nichts passiert, also... You're gonna fucking die here, Ashley. Oh, fuck this. I think I need to step outside and get fresh air. Okay. Mark interessiert sich nicht für unser Wohlbefinden. Wir kriegen hier Hallos, da vorne stand einer, da hinten ist einer langgelaufen, dann kommen hier irgendwelche Dinger rein. Ist völlig in Ordnung, jetzt gehen wir ein bisschen outside. Because of nee. Du ist. Wo ist denn jetzt die Tankstelle hin? Nö, ich bleib doch lieber. Ich esse einen Apfel. Kann ich hier hin? Nein. Okay, cool. Muss das jetzt? Entschuldigung. Was haben Sie mit meiner Tankstelle gemacht? Also ist nicht meine Tankstelle, ich arbeite hier nur. Aber es wäre schön, wenn sie sie wieder so herrichten, wie sie vorher war. Wäre das eine Option? Es muss auch keiner wissen, was hier passiert ist. Investigate the... Ich werde doch jetzt das Ding jetzt hier nicht untersuchen. Was bleibt mir anderes übrig? Find the key, Ashley. Find the key. Können wir vielleicht einfach nur so, vorsichtshalber, zumindest die Tür zumachen? Ne, man weiß ja nie. So, hier ist nichts. Wir sollen hier irgendwo einen Schlüssel finden. Ist das auch eine Tür? Ne, hier kann ich aber schon mal durchgucken. Das ist ja schon mal schön. Sieht vertrauenserweckend aus. Finde ich toll. So mit Ketten. Ja. Ja. Ja, ja. Alles ganz toll. So, hier vorne war ja vorhin auch einer. Der dachte, er steht einfach mal so ein bisschen blöd rum. Tja, haben wir vielleicht hier noch irgendwie einen Schlüssel jetzt drin? Wer weiß. Aber nicht. Schade. So, hier liegt auch kein Schlüssel. Ja, du, ich habe mein Bestes gegeben. Kein Schlüssel da. Vielleicht müssen wir, vielleicht, also... Macht zwar gar keinen Sinn, aber... Vielleicht haben wir ja einen Schlüssel hier drinne. Warum ist denn da jetzt eine Box? Eine Box mit dem Schlüssel.
Das ist ein wunderbares Spiel. Es ist ein Traum. Wirklich. Ist schön. So, we got a key. Ja. Yeah. Und jetzt machen wir hier... Dorothy. Dave, Alter, wirklich. Herzlich willkommen, Dave, in deinem Zuhause. So, schön, dass du da bist. Dorothy. Und wer ist es? Mr. Boogie? Aha. Mr. Boogie. The Boogeyman. The ritual at the party was not a game. Dein Ernst? Oh, ich kann Schubladen öffnen. Das ist ja mal... Das gefällt mir ja mal gar nicht. Gut, in den Schubladen ist nichts drin. Oh, ich dachte, da steht jemand. Dabei war das nur die Lampe. What the fuck? Was ist hier? Was ist das? Eine Werkstatt? Was soll das sein? Hier ist ein Hammer. Okay. So, wir haben die Shelter uns angeschaut. Kann ich hier irgendwas nehmen? Nein, kann ich nicht. Können wir einfach die Tür wieder schließen? Ja, kann ich. Okay, the chest is... okay. Alles wieder okay, cool. Okay, cool. Na dann. This better be a real customer this time. Ja. Wenn ich, kann ich... Ich kann hier nicht raus? Hallo? Tür? Hello! Warte. Hello, Mr. Customer. Da hinten steht schon wieder einer! Der guckt uns von der Straßenseite zu. Bezahlt? Okay, jetzt mit. Was passiert hier? Wo ist jetzt meine. Wo ist mein Bütchen? Also da drüben stand jemand. Während wir getankt haben. Und jetzt ist hier eine Kirche. Okay. Sieben, warum? Das ist nicht so schön. Oh Gott. Wir gucken uns mal die Kirche an. Wo wir eigentlich unseren Tankstellenhütchen haben sollten. Aber natürlich... Oh, dieses Spiel. This is an example text for a paper... To demonstrate the examination system, you can display the text on the paper using a texture or rewrite the text as paper examination text from Patrick. Was? Ist es jetzt ein Fehler oder ist... Ist... Okay. You have two choices, Ashley. One is forgiveness, one is death. Both come with... Was steht da? Consequences. Klar. Also, wir haben zwei Optionen. Wir vergeben.
Oder wir sterben. Oh. Es sind ja rosige Aussichten. Use. The ritual at the party was real. You're just one lucky survivor. Ich wollte beide Kerzen anmachen. Habe ich mich jetzt für irgendwas entschieden? Du Scheiße. Ohne dass ich das eigentlich wollte? Okay. Wir gehen einfach wieder, würde ich sagen. Fuck shit! Screw this job! I'm getting the fuck out of here and telling Kate! Ja, würde ich jetzt auch ganz schnell machen an deiner Stelle. Normalerweise. Wenn du da noch hinkommst. Wir sind irgendwo im Nirgendwo. Und... Hello? Ja? Hello? I need a taxi. I'm at the gas station outside of town. Please come quickly. Da ist aber kein... Gas Station mehr? Missing Person. Ashley, please help. Ich würde sagen, wir wurden nicht mehr gefunden. Okay, cool. Ja? Missing... Okay, was jetzt? Okay, das war's? Okay, wir sind verloren gegangen. Na, ist ja nice. We have two choices, Ashley. One is forgiveness, one is death. Both come with... Mal, kann ich das nicht rotaten? With consequences. Gut. Nehmen wir das Feuerzeug und machen diesmal die linke Kerze an. Achso, eh gedrückt halten. Okay. Yeah. What? Was war das denn? What is passiert hier? Warum ist jetzt die Polizei hier? Okay. Wir bleiben trotzdem eine Missing Person. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem heutigen Video. Lasst gerne ein Like da. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob wir nochmal so ein Spiel spielen sollen. Und wir sehen uns einfach bei einem nächsten Video bei uns. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.